ich bin Sophie Ramm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Architekturtheorie und Technikphilosophie. Ich habe neben der Architektur auch Kunstgeschichte und Malerei studiert und bin Mitglied eines performativen Architekturkollektivs. Der Architektur nähere ich mich also zugleich aus theoretisch-wissenschaftlicher und künstlerisch-praktischer Perspektive. Im Rahmen der Vorlesungsreihe zur Gegenwartsarchitektur möchte ich heute das Theorem des Enzyklopädischen der Architektur beleuchten. Die Enzyklopädie ist mittlerweile zu einem Synonym für ein historisches Nachschlagewerk geworden. Der moderne Begriff Enzyklopädie setzt sich jedoch aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Enzyklos heißt im Kreis herumgehend, auch umfassend oder allgemein. Paideia wird übersetzt als Erziehung oder Unterricht. Das daraus zusammengesetzte Enzyklos Paideia verwies auf die chorische Erziehung, meinte also ursprünglich die musische Ausbildung junger Griechen im Kreis des Theaterchores. Eine verbindliche Auflistung der vermittelten Fächer gab es bei den Griechen jedoch nicht. Und moderne Forscher ziehen es vor, den griechischen Ausdruck als allgemeine Erziehung zu übersetzen, im Sinne einer grundlegenden Bildung. Vitruv benutzte den Begriff Enzyklos Discipline, der enzyklopädischen Ausbildung. Er forderte eine Architektur als Universalwissenschaft und für die geistige Ausbildung des Architekten stellte er einen Kanon auf, der die Schulung in den Artes Liberales vorsieht. Wichtig dafür seien Kenntnisse in sowohl der Fabrica, dem Handwerk, und Ratiocinatio, geistiger Arbeit. Er schreibt, und er muss im schriftlichen Ausdruck gewandt sein, des Zeichenstiftes kundig, in der Geometrie ausgebildet sein, mancherlei geschichtliche Ereignisse kennen, fleißig Philosophen gehört haben, etwas von Musik verstehen, nicht unbewandert in der Heilkunde sein und juristische Entscheidungen kennen, Kenntnis in der Sternkunde und vom gesetzmäßigen Ablauf der Himmelserscheinungen besitzen. Übersetzt also Kenntnisse in der Mathematik, Geometrie, Optik, Kultur- und Kunstgeschichte, Philosophie, Bauphysik, Musiktheorie, Medizin, Jura, Astronomie und Astrologie. Er schreibt, aber vielleicht wird es Leuten, die nicht wissenschaftlich gebildet sind, wunderbar, im Sinne von sonderlich, erscheinen, dass ein Mensch eine so große Zahl wissenschaftlicher Lehren in sich aufnehmen und im Gedächtnis festhalten kann. Wenn sie aber bemerkt haben, dass alle Wissenschaftszweige unter sich sachlich miteinander in Verbindung stehen und etwas Gemeinsames haben, werden sie leicht glauben, dass es doch möglich ist. Enzyklopädische Bildung, das ist hier die deutsche Übersetzung, ist nämlich als ein einheitlicher Körper aus diesen Gliedern zusammengesetzt. Für Vitruv ist Allwissenheit keine Unmöglichkeit, da für ihn alle Wissenschaften eben miteinander verbunden sind. Enzyklos Paideia wird erst durch die italienischen Humanisten in den Umlauf gebracht. Vitruv spricht bereits von der Enzyklos Discipline. Er meint eine enge Verzahnung der Wissenschaft, ein Zyklus, der alles umfasst. Zyklus also hier als eingekreistes und gleichzeitig vernetztes Wissen. Architektur sei dazu prädestiniert, die Wissenschaften zu vereinen. Sie hat also eine erhabene Stellung innerhalb der Wissenschaft. Alberti, Leon Battista Alberti, streicht später Jura, Astronomie, Musiktheorie und Rhetorik. Er fordert die Kernkompetenzen. Die Architektur sollte auf der Mathematik als der Hauptsäule der Wissenschaft und der Zeichnung als der Hauptsäule der Kunst aufbauen. Zu der Zeit war die Wissenschaft natürlich noch überschaubarer als heute. In dem Buch in seinen 10 Büchern über die Baukunst von 1485 verfasste er Grundlagenentwürfe über die Malerei, Bildhauerei und Mathematik, bevor er sich dann als Theoretiker und Praktiker dem Bauen zuwandte. Leon Battista Alberti war also einer dieser sogenannten Universalgenies, die sich aus diesem Bildungsanspruch für Architekten ergaben. Zu diesen zählt besonders auch der Anatom, Architekt, Maler, Bildhauer, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph Leonardo da Vinci. Der französische Kunsttheoretiker, Architekt, Altphilologe, Mediziner und Naturwissenschaftler Claude Poré ist auch einer dieser Universalgenies, sowie Guarino Guarini, dieser war italienischer Theatiner, Mathematiker und Philosoph, bekannt auch als britischer Astronom und Architekt, war Christopher Frayn.
Dieses Ideal des Architekten als Universalisten hat sich bis heute gehalten, entspricht aber eigentlich nicht mehr der Ausbildung der Architekten an den Universitäten und Hochschulen. Ich habe ja einmal in den Leitfaden für das Architekturstudium an der ETH herausgeschrieben, hier steht, der Aufgabenbereich von Architektinnen und Architekten umfasst im weiten Umfeld des Bauens das Analysieren des Bestehenden, das darauf aufbauende gestalterische Denken und Handeln sowie das Begründen von architektonischen Eingriffen. Diese Konzentration der Architektur auf die Bauaufgabe und das Analysieren des Bestehenden ist jedoch noch verhältnismäßig jung. Meine Frage ist, ob durch das Fehlen des Architekten als oder der Architektinnen als Universalgenies auch das Enzyklopädische in der Architektur verloren gegangen ist. Architektin zu heißen, heißt bis heute, unterschiedliche Wissensgebiete zu verarbeiten und aus widersprüchlichen Ansprüchen ein kohärentes Projekt zu synthetisieren. Ich will der Frage nachgehen, inwiefern das Wesen der Architektur enzyklopädisch ist. Generalist zu sein wird als Gegenteil einer Spezialisierung gesehen, muss es sich aber ausschließen. In der Enzyklopädie scheint beides gleichzeitig existieren zu können. Das Generalistische und das Spezifische. Meine Referenz hier ist das 2008 erschienene Buch Die enzyklopädische Architektur in der Reihe Architekturdenken von Gerde de Bruijn, einem deutschen Architekturtheoretiker und Hochschullehrer in Stuttgart. Seine These ist, Architektur sei in ihrer ureigenen Substanz nach eine enzyklopädische Kunst und Wissenschaft. Während Architektur nicht modern, sondern nur modernisiert werden könne, werde ihre Eigenart immer enzyklopädisch sein. Die Epoche der Moderne zwang es jedoch, ihren enzyklopädischen Charakter aufzugeben, sich in Teilgebiete zu untergliedern, sich modern auszudifferenzieren und dann in eine angewandte Kunst neben einer Wissenschaft zu entwickeln. Dies widerspricht der enzyklopädischen Einheit und der Universalwissenschaft. Bis zum Spätbarock galten Architekten als Universalgenies. Dabei war Architektur die Disziplin, die am längsten die Einheit der Wissenschaften verteidigte. Mitverantwortlich dann für die Dichotomisierung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft war Giambattista Vico, der die Kulturwissenschaften als neue Disziplin einführte. Er war Gegner von Descartes. Sein Leitsatz war, man könne nur das verstehen, was man selbst geschaffen hat. Also der Leitsatz von Giambattista Vico, im Gegensatz zu Descartes. In der Moderne trennte und autonomisierte sich die Kunst von der Wissenschaft. Die Avantgarde forderte eine Objektivierung ästhetischer Erfahrung und eine Subjektivierung wissenschaftlicher Methoden. Sie übertrug den Freiheitswillen der modernen Kunst radikal auf die Architektur und versuchte, ihren vormodernen enzyklopädischen Charakter wiederherzustellen. Aktuell scheinen sich die Aufgaben von Architekten zu homogenisieren unter dem wachsenden ökonomischen Druck. Die These von de Bruijn ist, dass diese neue Technik, die Technik des Smart Houses, unsichtbar ist. Sie brauche keine Vergegenständlichung in der Architektur. Die materielle Verwirklichung der Ideale ist nicht mehr nötig. Kann also die Architektur in ihrem Enzyklopädie-Charakter rehabilitiert werden? Wäre das überhaupt legitim? Das große Ganze ist unglaubwürdig geworden, trotz einer immerwährenden Sehnsucht nach einer Harmonia Mundi. Der Architektengrößen waren. Das angemaßte Universalgelehrtentum, eine Allwissenheit der Architektur, ist spätestens nach der Moderne in Verruf geraten. Das alles wird aber mit dem Enzyklopädischen in Verbindung gebracht. Also ich will hier nun verschiedene Auslegungen und Ansätze des Enzyklopädischen betrachten und ihre Entsprechung in der Architektur suchen, um der Frage nachzugehen, inwiefern Architektur an sich enzyklopädisch ist. Dafür habe ich das Enzyklopädische in vier verschiedene Formen aufgeteilt, und zwar in Reichtum und Ordnung oder das Enzyklopädische im Sinne eines Absoluten, drittens im Sinne einer Vernetzung und schließlich im Sinne eines Entwurfs, einer Ideensammlung, in der die Möglichkeit zum Wissen im Vordergrund steht. Ich beginne mit Reichtum und Ordnung. Die enzyklopädische Welt wurde in der griechischen Mythologie als Bildergeschichte dargestellt. Hier im Rundschild des Achill
von Hephaistos, dem Schmiedegott, dem Gott der Schmiedekunst, im Auftrag der Mutter des Achill geschmiedet. Es ist ein Spiegel des damaligen Wissens, eine Universalenzyklopädie der mythischen Welt. Gleichzeitig die Konzentration auf das Wesentliche und die Anschaulichkeit des Ganzen. Die Einheit der Vielfalt wird im Kreis geschildert. Dabei ist rund der Kreis zugleich die Enzyklopädie, der Kosmos, die Erde, die Städte und der hier dargestellte Reigentanz. Alles Wissen auf einem überschaubaren Schild scheint heute abstrus, ist aber nicht wortwörtlich zu nehmen. Man spricht hier von Epos. Epos, also der Enzyklopädismus ist kein Sammelsurium unzusammenhängender Gedanken, sondern die Fülle des Lebens mit einer festen Struktur. Was wäre die Entsprechung in der Architektur? Die Hochzeit der Enzyklopädisten war im italienischen Spätbarock. Nach Siegfried Gideon vermochte hier die Architektur gebaute Mathematik zu sein. Kunst und Mathematik pflegten eine innige Beziehung. Dies ist in der Sakralarchitektur des Universalisten Guarino Guarini zu erkennen. Hier blicken wir in die Kuppel, in die Kuppel von San Lorenzo, und hier sieht man den Grundriss. San Lorenzo, der Kirche in Turin, die Ende des 17. Jahrhunderts erbaut wurde. Und in dieser hochkomplexen Geometrie wird wie im Achillesschild eine Koexistenz von Reichtum und Ordnung erzielt. Architektur besitzt hier einen die Welt erklärenden Modellcharakter. Sie ist zwar abgeschlossen, aber reich in Verweisen. Eine andere Form des Enzyklopädischen tritt in traditionellen Nachschlagewerken auf. Die Absicht schriftlicher Enzyklopädien ist, menschliches Wissen zu archivieren, bändigen und systematisch zu klassifizieren. Das erste solche Nachschlagewerk entstand als Hauptwerk der Aufklärung Mitte des 18. Jahrhunderts, genannt Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, also Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke. Herausgegeben wurde es von Denis Diderot und Jean-Baptiste Laurent d'Alembert und 142 Bearbeitern. Sie wurde von 1751 bis 1980 herausgegeben und bestand insgesamt aus 35 Bänden. Die Grundidee der Enzyklopädie war nichts minder, als das gesamte Wissen der Zeit zu sammeln und der Welt öffentlich zugänglich zu machen. Ziel war es, Überblick, eine Versöhnung des Heterogenen zu schaffen, die Einheit des Zeichens mit dem Bezeichneten, wie man hier auch im genormten Wissensbaum sehen kann. Dies wurde auch in der Encyclopaedia Britannica, kurz auch Britannica, etwas später im 18. Jahrhundert versucht, die englischsprachige Version. Auch sie beansprucht für sich, das menschliche Wissen in möglichst großer Breite zusammenfassend darzustellen. Das Wesen von Enzyklopädien im traditionellen Sinn ist also Werkzeug zur Verbreitung von Wissen und Bildung, als auch eine Beeinflussung von politischen Ansichten und Zielen. Oft stellen sie eine Ideologie und bestimmte Weltanschauung dar. In einigen politischen Regimen wurden Enzyklopädien als Instrument der Zensur verwendet, um Informationen zu kontrollieren und bestimmte Ideen oder Perspektiven zu unterdrücken. So wurde die französische Enzyklopädie unter anderem wegen ihrer nicht der katholischen Kirche entsprechenden Äußerungen zensiert. Dieser Anspruch auf die absolute Versammlung allen Wissens findet ihre Entsprechung in den ikonischen Architekturentwürfen des Franzosen Étienne-Louis Bouilhet, Maler und später Architekt. 1784 entwarf er diesen Kenotaph, ein leeres Grabmal zur Erinnerung an Isaac Newton, hiervon im Schnitt zu sehen. Die 150 Meter hohe Kugel soll die Sphäre des Universums symbolisieren. Im Inneren wird durch Perforation der Kugeloberfläche der Sternenhimmel dargestellt. Bouilhet steigerte die Architektur zur Sensation. Sie wurde einschüchternd und absolut. Ein anderer Ansatz für eine Enzyklopädie stellt das Mundaneum dar, und ich habe dies unter dem Überbegriff der Vernetzung gefügt. 1898 wurde das Mundaneum gegründet in Brüssel von Henri Lafontaine und Paul Odlet.
Diese setzten sich für den Frieden durch Dialog und Wissensaustausch auf europäischer und internationaler Ebene mittels bibliografischer Recherche ein. Das Ziel dabei war es, unabhängig vom verwendeten Medium, also Bücher, Zeitungen, Postkarten und so weiter, das gesamte verfügbare Weltwissen zusammenzutragen und nach einem eigens von ihnen entwickelten System, wie man hier sehen kann, der universellen Dezimalklassifikation zu klassifizieren. Das Monaneum bildet die Grundlage für die heutige Informationswissenschaft und gilt als Vorläufer von Internetsuchmaschinen. 1981 wurde auch die erste digitale Version der Encyclopaedia Britannica veröffentlicht, parallel zur Druckvariante. Auch das heutige Internet stellt eine Form einer Enzyklopädie dar. Es bietet eine breite Palette von Informationen und Ressourcen. Allerdings ist sie im Gegensatz zum Monaneum dezentral organisiert. Wissen wird dynamisch und kontrolliert vernetzt, wodurch oft neue Verbindungen zwischen scheinbar fremden Themenfeldern auftreten, die aber willkürlich sind. Oft. Die Entsprechung dieser Vernetzung finde ich in der Architektur Junya Ishigamis, und zwar in seinem 2018 herausgegebenen Buch Architecture of Another Scale. Hier findet man waghalsige, fast schon naiv wirkende Übertragungen von ganzheitlichen Beobachtungen auf die Architektur. Individuelle Beobachtungen eben aus einem scheinbar fremden Themenfeld, wie hier der Wolkenbildung über Vulkanen, werden an relevante Fragestellungen für die Architektur überführt. Was kann sie von den Wolken lernen im Hinblick auf ihre Formulierung von Grenzen, ihre Dynamik? Wie sähe eine Architektur aus, die die Kraft des Windes in ihre Struktur inkorporieren würde? Oder wie können wir von der räumlichen Erfahrung in unterschiedlichen Wäldern auf die Stützstruktur in einem künstlichen Raum schließen? Konzepte, die in anderen Skalen Gültigkeit besitzen, verändern das Verständnis von architektonischen Raumerfahrungen und Grenzen. Es wird versucht, wieder ganzheitlicher zu denken, aus der Disziplin herauszuschauen, Brücken zu schlagen. Im Gegensatz zur Form des Internets findet hier eine kuratierte Vernetzung von transdisziplinären Wissen statt. In der Romantik ging es nicht um das Versammeln absoluten Wissens, wie in der französischen Enzyklopädie, sondern um die Möglichkeit oder die Bedingung von Erkenntnisgewinn. Hier habe ich Novalis herausgegriffen. Auch ein Universalist, der hatte höhere Mathematik, Physik, Biologie und Erdkunde studiert. Spannend ist, wie er die in seinem Buch Das allgemeine Brouillon, das heißt erster Entwurf oder Skizze, wie er hier die romantische Vision einer neuen Universalwissenschaft entwirft. Diese soll sich gegen die zunehmende Zersplitterung der Disziplinen wenden. Hier sieht man einen Ausschnitt. Und ich habe hier den Abschnitt, leider auf Englisch, herausgegriffen, in dem er die Enzyklopädisten definiert. Und also hier im Deutschen würde es heißen, das historische Wissen steht im Gegensatz zum intellektuellen Wissen. Bei ersterem lernt man, bei letzterem verlernt man. Bei letzterem weiß man direkt, bei ersterem hört man auf, direkt zu wissen. Dadurch, dass man mit dem Lernen beginnt, entsteht zwangsläufig eine intellektuelle Wachheit und ein Übergewicht an Fantasie. Dies sollte in der Akademie wieder behoben und die Denkkraft geübt und gestärkt werden. Auf dem umgekehrten Weg entsteht eine Schwäche des Gedächtnisses und ein Übergewicht der Denkkraft gegenüber der Fantasie. Historisches Wissen soll also ist ihm nach auf das Lernen von Fakten ausgerichtet, während intellektuelles Wissen die Fantasie und das Denken fördere. In der Akademie solle die Denkkraft gestärkt werden, um das Gleichgewicht zu wahren und eine Schwäche des Gedächtnisses zu verhindern. Er spricht auch von einem Ideenparadies. Fragmentiert und weiträumig sind es lebendige philosophische Meditationen, die er hier macht, oft theatralisch und überraschend in ihren Einfällen. Während die französischen Philosophen die individuellen Definitionen und die strikte Trennung geistiger Fähigkeiten betonten, betonte Novalis im Gegensatz dazu die zutiefst einheitliche Natur der Wissenschaft und die zukünftigen harmonischen Wechselwirkungen unseres Geistes. Eines der charakteristischsten Merkmale der theoretischen Werke von Novalis ist die Aneignung von Ideen, Konzepten und Werkzeugen aus einer Disziplin zur Verwendung in einem völlig anderen Bereich, ähnlich zu Ishigami. Unterschied zu einem verstaubten Archiv und zu einem auf die Vergangenheit bezogenen Glossar, im Unterschied dazu wird es ständig erneuert. Und ihm nach ist der Entwurf auch enzyklopädischer als das gebaute Beispiel, weil es eben noch viele offene Auswege gibt und Möglichkeiten.
Es ist unvollständig und ein bisschen ähnlich zu Benjamins Formulierung im Passagenwerk, und zwar in der Analyse des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens entdecken. Die Entsprechung in der Architektur wäre, finde ich, hier bei Jorge Luis Borges. Wie würde eine Architektur aussehen, die alles Wissen der Welt speichert? Hier will ich kurz den Anfang der Erzählung der Bibliothek von Babel vorlesen, erschien 1941 in der Reihe Labyrinthe. Er schreibt, das Universum, von anderen die Bibliothek genannt, setzt sich aus einer unbestimmten, womöglich unendlichen Anzahl sechseckiger Galerien zusammen mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte und sehr niedrigen Geländeeinfassungen. Von jedem Sechseck kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, in nicht endender Folge. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. 20 Büchergestelle auf jeder Seite 5 nehmen die Seitenflächen ein, von denen 2 frei bleiben. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerks deckt, übersteigt kaum die Größe eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Flächen eröffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie mündet. Diese gleicht in allen Stücken der ersten und allen insgesamt. Borges entwirft hier mit konkreten Details eine Bibliothek, die alle möglichen Variationen von Büchern beinhalten soll, und spielt gleichzeitig mit ironischen Widersprüchen darauf an, dass dieses Ganze nie materialisiert oder greifbar sein wird. Viele haben versucht, diese Beschreibungen in Entwürfe, in Grundrisse, Axonometrien oder räumliche Darstellungen zu übersetzen. Sie sind aber alle widersprüchlich und letztendlich zeigen sie, dass es eben, ja, Borges sehr konkrete Beschreibungen gemacht hat, die aber im Gesamten nicht aufgehen. Und dieses ist intendiert. Sollte die Architektur ihren geschlossenen Werkcharakter denn aufgeben und offene Prozesse mit Selbstironie zeigen? Eine Collage aus Puzzlestücken bilden mit offener Lesbarkeit? Eine sozusagen frei montierbare Enzyklopädie? Der Autor tritt hier zurück. Die Dinge sprechen aus sich selbst heraus. Es ist eine Enzyklopädie der Gedankensplitter, Thesen und Theorien. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat von Gerd de Bruyn nennen. Wir zerstören nicht nur die Natur, um uns selber umso zahlreicher zu reproduzieren, sondern verlernen dabei auch die Fähigkeit, Monade zu sein, beziehungsweise Spiegel einer Welt, die unsere Neugier weckt. Die denaturierte Welt ist eine enträtselte Welt und diese wiederum eine geistlose. In ihr gibt es für die enzyklopädische Architektur nichts mehr zu tun. Architektur fungierte immer als ein Bindeglied zwischen Mensch und Technik, Natur und Kulturwissenschaften. Das ist durch ihre puristische, in Disziplinen aufgespaltene Haltung in der Moderne verkümmert. Eine epische Haltung, ein Denken in Allegorien, könnte hier herausführen. Zentral ist das Kreisen, auch möglich nicht in Idealform des Kreises wie bei Hephaistos Schild, sondern in elliptischer Umlaufbahn, die mehr der Bauform der Natur entspricht, wie dem Ei. Und durch das Kreisen stabilisiert sich die Beziehung zwischen den Dingen. Dieser Überblick soll insgesamt enzyklopädisch sein, im Sinne einer vielseitig kreisenden Annäherung, aber nicht im Sinne eines Versuchs der Kohärenz und Vollständigkeit. Obwohl es keine Universalgenies wie die des Spätbarocks und der Renaissance mehr gibt, kann Architektur ihren enzyklopädischen Charakter immer noch zeigen. Danke fürs Zuhören.